relativ wenig. Ein Haar in der Suppe ist relativ viel, doch eins am Kopf ist relativ wenig. Yeah! Und werde heute mit euch Mathematik machen. Denn Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, mit der sie entstanden sind. Ihr müsst das Problem mathematisch angehen. 1 und 1, das sind zusammen 2. 2 und 2, das sind zusammen 4. 4 und 4, das sind zusammen, weiß ich, 8. Ja. 64, 64, 128.